So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Neue Werkstatt, zu einer weiteren Werkstatt-Alltagsfolge hier auf meinem Kanal. Heute wird es um so ein paar gemischte Themen gehen, so wie immer in den Werkstatt-Alltagsfolgen. Und da habe ich mir so drei kleine Projekte ausgesucht, die hier in diesem Video kommen. Falls ihr diesen Kanal noch nicht kennt, noch nicht abonniert habt, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren, denn hier kommen genau die Themen, die euch interessieren. So, und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Genau so sollte man seine Sägeblätter nicht lagern. Ich habe momentan meine Sägeblätter hier so gelagert, aber ich hatte auch keine andere Stelle. Und wie ihr ja wisst, habe ich ja seit kurzem erst meine neue Tischkreissäge und auch noch nicht so wirklich die Stelle, wo ich diese ganzen Blätter lagere. Und da werde ich mal einen ganz schlichten Halter für bauen. Da habe ich jetzt hier auch so ein Restholzstück. Da kommen seitlich solche Nuten hinein. Anschließend kommen dann in diese Nuten hier von dieser Platte Böden hineingeschnitten. Und dann lassen sich diese Sägeblätter so reinschieben. Das werden einfach so kleine Fächer werden. Die werde ich auch ein bisschen so machen, dass die halt ein bisschen angewinkelt sind, damit die Sägeblätter nicht rausfallen können. Also einfach nur 5 Grad oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz schlichte Sache. Kleiner Tipp ganz nebenbei, vielleicht habt ihr das ja gesehen, wie ich das gerade eben hier mit den Nuten gemacht habe. Ich habe da so ein kleines Vorritzerblatt eingebaut und dieses Vorritzerblatt plus hier diese Rückwandplatte ergibt genau die Dicke von dieser Bodenplatte, die ich dann hier in diese Nuten reinziehen werde. Das mache ich mal ganz gerne, dass ich halt mir solche Abstandhalter suche, die vom Maß her genauso sind, Sägeblatt plus das. Ergibt dann automatisch die Platte, dann muss ich da nicht immer so hin und her einstellen oder feinjustieren oder ausrechnen, sondern ich lege einfach das Teil an den Anschlag, ziehe mein Brett durch und habe dann automatisch hier genau die Breite der Nuten, die ich brauche, damit meine Bodenplatte da auch reingeht. Shining blue in my mind. Should I walk through into the light? Should I meet like a new tonight? So dark, I find it so confusing to fall back into dark from some black. Changes all my thinking, leaves a gap in my soul. Black and blue takes the thoughts back to you. And I don't know what to do. Fall into blue. Blue and black, walking on the wrong track. Trying to find the way back, fall into black. Trying to sail out, there's no wind anymore. What's the day about if I sleep on the floor? Should I follow the two metal lines? Black and blue tonight. So dark, I find it so confusing to fall back into dark for some black. Changes all my thinking, leaves a gap in my song. Black and blue takes the thoughts back to you. And
Den Designpreis werde ich mit dem Teil hier nicht gewinnen, aber mir geht es halt darum, dass meine Sägeblätter gut gelagert sind, dass das Ganze hier auch gut hält und dass ich auch Zugriff jederzeit auf jedes einzelne Sägeblatt habe, ohne dass das irgendwie übereinander liegt oder dass die sich vielleicht gegenseitig beschädigen. Und das erfüllt auf jeden Fall hier mit diesem Halter auf jeden Fall den Zweck. Das ist zum Beispiel auch so ein Teil, das plane ich schon seit Wochen und es liegt hier einfach nur rum. Und jetzt bin ich echt happy, dass ich das jetzt heute erledigt habe und ihr wart mit dabei. Auch ein Thema, das nicht unterschätzt werden sollte in der Werkstatt, sind Putzlappen. Viele haben ja diese Papierrollen. Ich nutze halt irgendwelche alten Lappen, die ich hier mal vom Flohmarkt gekauft habe. Das sind auch alte Handtücher, Frottierhandtücher, die nutze ich am liebsten bei mir in der Werkstatt. Aber die sind relativ groß und das kommt immer hin und wieder mal vor, dass ich dann auch mir die Sachen zuschneiden muss. Und da gibt es verschiedene Varianten, wie ich mir das Ganze hier zuschneiden kann. Anfangs habe ich es ja immer noch mit der Schere gemacht. Das ist aber ziemlich mühselig. Solche dicken Frottitücher mit der Schere durchzuschneiden. Ja, und per Zufall bin ich dann irgendwann mal an dieses Gerät hier gekommen. Das ist ein Stoffschneidgerät. Ja, das hat vorne so eine Scheibe mit drin. Die dreht sich auch, wenn man das hier startet. Und dann kann man hier relativ einfach Stoffe durchschneiden. Das geht wirklich verblüffend einfach. Das ist aber nicht meine favorisierte Variante, denn es gibt noch was Besseres. Und zwar ist meine Lieblingsvariante hier diese Blechhebelschere. Manche von euch denken jetzt wahrscheinlich Frottitücher, Handtücher, Hygiene und so weiter, aber ich kann euch garantieren, die Sachen auf dem Flohmarkt, die sind meistens gewaschen vorher, weil niemand irgendwie auf dem Flohmarkt irgendwelche abgeranzten Handtücher verkaufen würde. Das Gute ist auch, keiner ist eigentlich interessiert in solchen Frottitüchern. Deswegen bleiben die da liegen, deswegen kriegt man auch so eine ganze Kiste halt für ein paar Euro. Und ich bin immer noch nach wie vor überzeugt von den Sachen. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass jetzt die Frottitücherpreise auf den Flohmärkten definitiv ansteigen werden nach diesem Video hier. Ich will demnächst mit meiner Bandsäge auf jeden Fall mal so kleine Bretter selber herstellen. Ich baue mir jetzt so einen Winkel, damit ich halt so auch schräge Holzstücke, das war übrigens so ein Stück Kaminholz, auch gut sicher führen kann und dann so dünne kleine Bretter absägen kann. Und da ich ja zwei Bandsägen habe, muss das Ganze hier ranpassen und das Ganze soll natürlich hier auch an meine Holzherbandsäge passen und da gibt es eigentlich nur zu bedenken, dass man das irgendwie festzwingen kann, einfach an den Tisch. Das muss auf jeden Fall funktionieren mit dem Winkel und dass die Tiefe auf jeden Fall ausreicht für beide Tische. Aber die sind so identisch tief, würde ich sagen. Das wird auch keine große Geschichte werden. Ich habe mir jetzt hier schon auch so zwei Bretter zugeschnitten. Das wird einfach so gemacht, dass das Teil hier an den Tisch kommt. Das hier kommt seitlich dran und dann habe ich mir hier so kleine Dreiecksstückchen aus 30er Siebdruckplatten zugeschnitten und damit werde ich das Ganze stabilisieren. Ich werde auch keine Flachdübel verwenden, ich werde hier überhaupt gar nichts machen, irgendwie auch keine Nut reinfräsen oder eine T-Nut oder irgendwas. Also das wird wirklich eine ganz, ganz simple Geschichte.
wie gesagt, das ist ein recht einfaches Teil. Hier einfach mit diesen Ecken reingeleimt, ein bisschen mit Schrauben fixiert. Wichtig waren mir auf jeden Fall hier diese Abstände, damit ich hier auch an jeder Position im Grunde das Teil hier mit Zwingen festmachen kann. Und das läuft eigentlich ganz einfach. Ich kann es mir aussuchen, ob ich vorne es kürzer haben will oder ein bisschen länger. Ich mache es jetzt einfach mal vorne ein bisschen länger. Und dann zwinge ich mir das hier einfach so ran. Und dann zwinge ich mir das hinten auch nochmal fest. Auf der Rückseite sozusagen. So, zack. Und jetzt ist das hier bombenfest. Natürlich werde ich es gleich mal testen. Ich habe hier so ein Stück Holz. Das passt auch von der Höhe her ungefähr. Mit meiner anderen Bandsäge hat das schon mal ganz gut funktioniert. Naja, nicht so wirklich perfekt, ehrlich gesagt. Ich glaube, die andere Bandsäge ist eher so für Feinschnitte gedacht. Aber die hier, mit der bin ich mir ziemlich sicher, dass die jetzt hier wirklich was reißen wird. Ich habe jetzt nochmal ein anderes Holz geholt. Ich frage mich sowieso schon die ganze Zeit, was das ist. Ich werde es mal hier ein bisschen dicker stellen. Mal schön durchtrennen in der Mitte. Die ersten Schnitte mit meinem Anschlag, die sind jetzt nicht gerade hundertprozentig perfekt geworden. Das sind zwar kleine Leisten geworden, aber ich weiß nicht, ob man das im Video sieht. Das Ding hat hier so einen richtigen Bauch, also das hat mit der Einbandsäge gar nicht so gut funktioniert. Ich glaube auch, dass das Band wirklich ein schönes, dickes Band sein muss, damit das überhaupt geht. Da muss ich nochmal gucken, ob ich noch so Bänder habe und natürlich auch ein bisschen üben. An dem Anschlag selber hier liegt es eigentlich nicht, weil der ist perfekt. Er erfüllt seinen Zweck wunderbar, der ist super stabil. Durch diese kleinen Dreiecksstückchen, die ich hier eingeschraubt und eingeleimt habe, auch lässt er sich überall gut befestigen an diesen Freiflächen. Also der ist halt wirklich auch sehr flexibel und er ist auch im 90 Grad, was mir halt auch wichtig war. Aber da werde ich noch so ein bisschen üben müssen mit den Bandsägeblättern, beziehungsweise mal testen müssen. Weil hier sieht man auf jeden Fall auch schon mal, hier vorne ist es relativ dünn, nach hinten ist es dann dicker geworden. Also ja... Da hätte ich irgendwie, keine Ahnung, vielleicht bräuchte man ja noch so einen Gegendrücker, der mir das Material dann an den Anschlag dran drückt. Keine Ahnung. Aber jetzt weiß ich auch, was das hier ist. Und zwar ist das hier Eiche. Und das wusste ich vorher nicht, weil vorher sah das hier von außen so aus. Und aufgetrennt sieht man dann auch ganz deutlich, dass das hier ein Eichebrett mal war. Schaut schön aus. Ja, und wenn euch die Themen Werkstatt und auch Holz grundsätzlich interessieren, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, erstens diesen Kanal hier zu abonnieren und zweitens euch dieses Video hier, das ich euch rechts und links einfüge, mal anzuschauen, weil das könnte euch sicherlich interessieren. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen bei dieser Folge und würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen!